Hey, hallo Leute, wie geht's, wie steht's denn? Hier ist der Yoshi Gamer. Ich heiße euch alle herzlich willkommen zurück bei Let's Play Doom 3. Doom 4 meine ich natürlich. Und wir haben im letzten Part herausgefunden, dass Olivia Peace den Turm aktiviert hat und dabei ist die ganze Welt, den gesamten Mars, den Ende entgegenzubringen, indem sie ein großes Portal öffnet und mit sämtlichen Dämonenarmeen ausschwärmen können und damit in den Mars wandelt. Wir müssen sie aufhalten, indem wir drei Agent-Filter im Agent-Turm zerstören. Zwei haben wir im letzten Part zerstört und jetzt kommen wir zum nächsten. Und ich würde sagen, wir setzen von dort an fort, wo wir aufgehört haben. Wir haben, wie schon gesagt, zwei vernichtet und müssen noch einen Agent-Filter vernichten, damit dieses Level zu Ende geht. Mal schauen, was das erwartet. Ja, es ist ja so, dass ich die letzten Tage weniger auf Facebook und auf Twitter poste. Ich entschuldige mich dafür. Sagen wir es mal so, ich bin in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt, ein bisschen wieder ein bisschen nicht da, außer dass ich irgendwie Videos irgendwie. Ja, irgendwie, ich weiß aber nicht, irgendwie klappt das nicht so ganz. Ja, doofe Geschichte. So. Ja, doofe Geschichte. So, hier waren wir. Haben wir das nicht beim letzten Mal schon geschafft? Egal. Genau, wir hatten die Prüfungen kennengelernt. Dort können wir quasi kleine extra Games machen, Minispiele, sag ich jetzt einfach mal in der Form, und somit neue Runen freischalten. Mit diesen Runen können wir uns verstärken lassen. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren, Leute, wundert euch bitte nicht. Nein! Das letzte, das letzte, das letzte! Okay, geschafft. Geschafft, Leute. Ja, das ging schnell. Wir haben ja letztes Mal schon geschafft, daher wusste ich ja auch ungefähr, wo die auch stehen oder standen. Ja, durch die Rune, die werde ich heute nicht ausrüsten, sind die Dämonen, die wir abschießen, länger betäubt. Also quasi haben wir mehr, länger Zeit, schneller bei denen Glowy Kills zu machen. Weil die halt auf übelste Art und Weise hinzusteigen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil ab und zu dauert es wirklich ein bisschen zu lange. Ah, genau, hier können wir es ausrüsten. So. Wir rüsten den aus. So. Wir haben zwei Waffenpunkte. Damit können wir aber, glaube ich, dann nichts verbessern, oder? Nee, scheint noch nicht so. Ach, egal, wir machen mal die Tür auf, ja, und dann. Munitionskiste, wir haben aber volle Munition. Können wir mal auf die Karte gucken? Wo müssen wir hin? Ach, wir sind jetzt da unten. Kann aber nirgendwo erkennen, wo die Ziele angezeigt sind. Egal, wir schauen mal.
Genau, da ist ein Arenfilter, den hatten wir beim letzten Mal schon zerstört. Ich höre Geräusche. Geräusche, die mir überhaupt nicht gefallen, Leute. Aber naja, bisher haben wir es ja nicht mit solchen Dingern wie Doom 3 zu tun. Skelette mit Raketenwerfern auf Rücken. Ich meine, das ist so unbrauchbar. So unnatürlich. So, obwohl, was habe ich da? Doom ist ja gemeint so unnatürlich. So unlogisch. Ein Blutnest, alles da. Wir rechnen ein bisschen hin. Ich will ihn ja schon bald hinrichten. So, aber da, aber hier, passt das schon. Achso, okay, Leute. Gut, würde ich sagen. Fangen wir an. Und den haben wir. Oh nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ab. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Hau ab, Mann! Geh mir nicht auf die Nerven! Sei braver Dämon! Braver Dämon! Ups, falscher Knopf! Ich hab voll vergessen, dass wir Raketenwerfer haben! Ja, Digga, stirb! Tu mir einen Gefallen und bleib eine Sekunde mal stehen! So, wieder her! Wir wechseln noch kurz zur Schrumpfhilfe. Und ich will immer noch nachladen. Leute, ich gewöhne es nicht ab. So, wir können die Schrotflinte verbessern. Ja, wir verstärken die Schrotflinte. Erhöhte Größe der Explosion. Reduzierte Aufladezeit zwischen. Entfernt die Aufladezeit einer Explosivschusses. Nee, wir gucken hier mal. Schienenspalter beim Zoom. Okay. Das nicht, da nicht die Pistole. Ah. Ah, komm, machen wir das. Ja, komm. So, hat die Steuerung ja auch etwas. So. Da müssen wir lang, okay. Schätze, wir müssen hier runter. Das sind Anzüge oder? Nee, kaum. Hm. Dämonischer Vorstoß entdeckt. Oh nein. Ein Blutnest, schon wieder. Granate? Hä, wo ist der? Ach da. Ach, da ist der kleine Strahlenbeller.
Man ist so viel zu haben, Leute. Wir müssen viel brutaler sein. Viel angsteinflößender. Ey. Bleib hier. So. Komm her, du. Du bist zwei. Ich glaube, jetzt haben wir eine Menge Ärger. Stopp, 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 nein! What the fuck? What the fuck? Alles nicht tot. Will nicht hingerichtet werden. Ich hab eine bessere Idee, ich hab eine bessere Idee, ich hab eine bessere Idee. Stopp! Sehr gut. Oh, fuck. Fress! Mann, die machen so viel Schaden, die Penner. Die machen so verdammt Schaden. Ach, da ist der kleine Kerl. Hallo, da! Oh nein, diesmal wollte ich wirklich wechseln. So. Ich habe gerade gesehen, die Granate hat eine ganz schön hohe Reichweite, muss ich sagen. Dahinter. So. Aua, aua, unfair. 2 gegen 1 sind unfair, Leute. Das gilt nicht. Ups. Entschuldigung. Was ist das hier eigentlich? Krass. Ach, wir will. Oh, warum habe ich das nicht eingesetzt? Warum habe ich das nicht eingesetzt? Ach, Mann, wenn mir das einer gesagt hätte. Ach, Mensch, das hätte mich wirklich sein müssen. Wo sind wir denn hier? Ach so, dieses Geräusch, das war, das ist abgelaufen, ist alles da. Hab mich zuerst gewundert. Hallo, geht's dir noch gut, Junge? Ah, guck mal an. Plutonmarke, die können wir auch gut gleich einsetzen. Was haben wir noch hier alles? Warum nicht? Wenn wir das schon ausbauen können, warum nicht? Dann machen wir das da mal. So. Damit machen wir uns Explosionen mehr oder Umwelteinflüsse weniger Schaden. Wo müssen wir auch jetzt hin? Das ist total falsch gelaufen. Ach so, das ist quasi eine Abkürzung nach draußen. Kommt es so vorne oder glänzt unsere Waffe so komisch? Das scheint ein Bug zu sein von diesem Hassteil. Was? Was? Warte, wo müssen wir jetzt hin? Da, genau, müssen die Tür hier rein. So, wir heilen uns einmal. Dann haben wir auch unsere volle Stärke zurück und können auch hier ausfassen. Ausfassen!
Der letzte Angelfilter. Achtung, Energiekontamination hat kritische Grenze erreicht. So, ich habe es nicht mehr ganz lesen können. Was soll man machen? Schalte den Argent-Prozessor aus. Okay, wir sollen den Argent-Prozessor jetzt ausschalten. What the fuck? Alter, was ist das? Okay. Vielleicht ein Boss oder sowas? Warte mal kurz. Oh Mann, den will ich hinrichten. Den schnapp ich mir, zack. Summoner. Der Summoner ist ein gerissener Gegner, der eher als defensive Beschwörungseinheit dient. Okay. Während sich der Dämonenhorden auf Gegner stürzt, hält der Summoner den Kampf am Laufen, indem er einen Riss zur Hölle öffnet, durch die Verstärkung eintrifft. Alles klar. Okay, das sind also... Die hatten den Doom 3 aber noch nicht. Also quasi Dämonenbeschwörer. Das ist natürlich ein bisschen risky. Ich glaube, da können wir uns das noch richtig auf den Sack gehen. Zwei Waffenpunkte haben wir jetzt. Können wir hier lang? Wir müssen wahrscheinlich da vorne wieder raus. Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun. Ach, und was ist, wenn ich das weitermache, du Arsch? Was ist, wenn mir das scheißegal ist? Was ist, wenn das uns scheißegal ist? Das scheißen einfach noch Leute. Und ich sehe da vorne schon wieder Blutnest. Das heißt, wir haben noch ein Blutnest vor uns. So. Ja, das war auch vorhin noch nicht da, glaube ich. Granate. Den nehmen wir auch kurz mit hier. Da. Und los geht die Party. Tut mir gefallen und stopp. Was mir gerade einfällt, ist ja, ich habe eine Snap Map eröffnet. Also Karte gemacht für Doom. Und wenn ihr Lust habt, sie zu spielen, auch wenn sie eigentlich sehr, sehr schlecht ist. Also von mir aus, diese quasi nicht viel. Es sind ein paar Monster und ein, zwei Runden. Aber so von Anfang finde ich, das reicht. Ich wollte es einfach mal ausprobieren und habe dann eine Karte gemacht und veröffentlicht. Und ich finde das recht interessant. Hat mir Spaß gemacht. Also ich werde auch weiterhin mal gucken, ob ich mir Zeit demnächst auch neue Karten erstelle. Wie sich denn spielen lassen. Zuna. Wir sollten alle Dämonen, die er beschwört, versuchen auszulöschen, bevor er zu viele ruft. Ich hoffe nicht, dass wir die Viecher noch in Doom 3 kriegen. Das wäre nicht sehr schön, Leute. Überhaupt nicht sehr schön.
Denken Sie dran, die 12 des Nonnenrats beobachten Sie. Wenn du unsere Energieproduktion stoppen willst, musst du nur den letzten Filter zerstören. Dann gibt es keine Außenenergie mehr in unserem Sonnensystem. Und wir fangen wieder bei Null an. Ist für uns und für die Erde nur das Beste. Wir haben es geschafft. Du hast keine Ahnung, was du da gerade getan hast. Wir haben es geschafft. Olivia lebt noch. Ich habe ihre Lebenszeichen im Argent Tower entdeckt. Zweifel? Sie hat einen der Akkumulatoren aus dem Tower mitgenommen. Wir können seine Energiesignatur verfolgen. Wir haben wieder einen Punkt, allerdings können wir nicht verwenden, daher müssen wir weitermachen. So. Okay. Oder was haben wir als nächstes? Kein aktives Ziel. Tja, das war's dann. Es gibt sonst nichts mehr zu tun. Sorry, Kumpel, aber das war einfach zu viel Gefühl. Töte Olivia, peace. Komm, jetzt nach dem Bosskampf. Okay, Leute, passt auf. Bevor wir jetzt in diesem Part noch Olivia, peace machen und das vielleicht doch ein zu langer Bosskampf wird, würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part, falls ein ganzer Part dafür drauf geht, für einen großen Bosskampf. Wer weiß, ich weiß es nicht. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, das Portal zu schließen. Oder besser gesagt, wir haben den Mars gerettet und damit hoffentlich auch die Erde. Ich meine, wir sagten, dass die Dämonen keine Raumschiffe fliegen könnten. Stell dich mal vor, das Portal wäre aufgegangen und die Dämonen wären rausgekommen und hätten ein Schiff genommen, wären dann zur Erde geflogen und dann könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was mit den ganzen Menschen dort passiert wäre. Ja. Oh mein Gott, ich bin sowas gar nicht drauf, Leute. Egal, was soll's. Ihr wisst bestimmt, was ich meine, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir töten den nächsten Part Olivia Peace. Und damit haben wir es geschafft. Damit haben wir den Mars gerettet und die Mondinvasion aufgehalten. Und wenn das Spiel dann wirklich zu Ende ist, dann war es wirklich irgendwie kurz. Und da haben wir noch keinen richtigen Boss gehabt. Aber. Naja, da werden wir ja sehen. Ich glaube, das wäre eigentlich der Tag. Das bin ich eigentlich am Grübeln. Nein, ich hoffe mal echt, da kommt noch was. Das wäre dann echt total seltsam alles. Auf jeden Fall, Leute, sag ich jetzt mal, haut rein, tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute, euer Yoshi Neva. Haut rein, ciao, Yoshi.